Meine Kollegen würden es vielleicht etwas diplomatischer und feiner formulieren. Aber wer zum jetzigen Zeitpunkt einen neuen Gaming-Rechner zusammenstellen will, oder besser gesagt muss, der ist am Arsch. Ich grüße euch. Ich zerre mein Gesicht auch mal wieder vor die Kamera, denn eine ausbalancierte Zusammenstellung für einen Gaming-Rechner beinhaltet viele Stolpersteine und längst nicht jeder blickt bei Grafikkarten, CPUs und Co. durch. Für Einsteiger werden wir demnächst ein allgemeines Basiswissen-Video zu den PC-Komponenten hochladen. Ansonsten bieten wir euch auf unserer Website mit der Kaufberatung zum Selbstbau eine Auflistung aller relevanten Komponenten, die gut miteinander harmonieren in verschiedenen Preisklassen. In unseren einzelnen Einkaufsführern der Hardware findet ihr außerdem tiefergehende Informationen zu den jeweiligen Fachbereichen. Also CPU-Rangliste, Grafikkartenindex mit Performance-Vergleichen und. Zu finden unter PCGH und dann oben auf Kaufberatung. Wir gehen in diesem Video erst auf die Marktsituation ein und anschließend grob die Konfigurationen durch. Da jeweils immer weiter die Preistreppe nach oben mit jeweils einem AMD und einem Intel-Bild pro Stufe. Los geht's! Der Hardwaremarkt brennt. Vor noch rund 2 Jahren hätte kaum jemand an die momentan herrschenden Preise geglaubt. Am stärksten betroffen sind alte und neue Grafikkarten, die allesamt in der Anschaffung teuer bis unbezahlbar geworden sind. Als Gründe wären die anhaltende Chipknappheit, globale Lieferprobleme und die hohe gleichzeitige Nachfrage seitens Kryptominern und Spielern zu nennen. Der pandemiebedingt gestiegene Unterhaltungsbedarf im eigenen Heim sorgt in Kombination mit dem heuschreckenartigen Aufkaufen sämtlicher GPUs von Kryptominern und opportunistischen Scalpern für ein unangenehmes Schlucken bei neuen Gaming-PCs. Eins ist sicher, so günstig wie noch vor Jahren wird der Einstieg in die PC-Welt nicht. Neben den Grafikkarten ist auch der neue DDR5-Arbeitsspeicher noch überteuert. Bei der restlichen Hardware sieht es dagegen deutlich besser aus. Prozessoren von Intel und AMD bleiben durchweg fair und bezahlbar. Besonders Mainboard-Konfigurationen mit durchschnittlichem DDR4-Arbeitsspeicher locken mit sinkenden Preisen und müssen sich ehrlich gesagt nicht vor High-End-DDR4-RAM oder DDR5 in Anwendungen oder Spielen verstecken. CPUs und Speicher sind also auch neu durchweg fair. Bei den Grafikkarten könnte man jetzt auf die Idee kommen, okay, statt zu neuen lieber zu gebrauchten zu greifen. Und ja, der Gedanke ist durchaus vernünftig, aber Vorsicht! Selbst eher schwächliche Karten wie die GTX 1660, die vor Jahren noch bei ungefähr 200 € lagen, kosten heutzutage unverschämte 500 €. Während deutlich stärkere, aber gebrauchte Karten wie die GTX 1080 mit knapp 50% mehr Leistung für bereits 450 € erhältlich sind. Im Gebrauchtmarkt steckt allerdings inhärent ein Risiko. In unseren Konfigurationen findet ihr dennoch zusätzlich zu den Neupreisen aktueller Karten auch Vorschläge zu älteren, gebrauchten GPUs mit Preisen, die ihr ungefähr maximal zahlen solltet. Häufig ergibt eine ältere Grafikkarte durchaus mehr Sinn, da die neuere Alternativkarte zu schwach und oder ansonsten gnadenlos überteuert wäre. Gute Verkäuferbewertungen und Bezahlsysteme mit Schutz für beide Seiten wie PayPal minimieren die Gefahren des groben Betrugs. Das Risiko muss euch jedoch bewusst sein, dass bei einem kommenden oder schwer zu erkennenden Fehler Jahre alter GPUs oft keine Garantieansprüche gegenüber dem Hersteller bestehen. Krypto-Mining-Karten, die ständig unter Last durch Hash-Berechnungen standen, können genauso wie reine Gaming-Karten tadellos funktionieren, sind aber meistens intensiver genutzt worden und können eher Komplikationen bereiten. Mit einer Mischung aus Risikobereitschaft und gesundem Menschenverstand lässt sich der ein oder andere Deal für den neuen Rechner ausfindig machen. Offizielle GPU-Drops mit neuen Founders-Karten wie beim Nvidia-Partner notebooksbilliger.de kommen zwar immer häufiger vor, jedoch ist die Chance auf eine potente Karte mit UVP durch Bots und den hohen Andrang ohne aktives Zutun, Geduld und Hilfe von Benachrichtigungsdiensten wie Part Alert auf Twitter oder anderen Wegen praktisch null. Wenn wir jetzt mal einen Blick in die Glaskugel riskieren, dann können wir erstmal festhalten, wann die Preise von Grafikkarten wieder sinken, lässt sich nur spekulieren. Es spricht durchaus einiges dafür, dass 2022 etwas Erleichterung bereithält. Der neue GPU-Mitbewerber Intel will im ersten Quartal mit der Arc Alchemist-Reihe auch Spieler mit annehmbarer Gaming-Performance überzeugen. Besonders interessant dürfte allerdings der Ethereum-Merge werden, mit dem Plan, die Kryptowährung durch die Verschmelzung zweier Systeme ökologischer und effizienter umzuformen. Wichtige Konsequenz für uns wäre unter anderem das Ende des Grafikkarten-Minings für Ethereum. Ob der Merge wirklich noch dieses Jahr über die Bühne geht, ist nicht wirklich safe. Momentan ist die mehrfach verschobene Umstellung für das zweite Quartal 2022 angesetzt und könnte den Markt durchaus mit GPUs überschwemmen. Ein Warten ergibt daher zwar Sinn, doch wer nicht warten möchte, der kann sich an unsere Konfiguration halten. Der Einstieg in die PC-Welt ist bedauerlicherweise längst nicht mehr so preiswert wie noch vor der GPU-Preisexplosion. Denn selbst schwache Einsteigerkarten wie die GTX 1650 mit 4 GB kratzen mit mindestens 260 € unangenehm an der Preis-Leistungs-Schmerzgrenze. Zum Vergleich, die sehr beliebte 2014 erschienene GTX 970 bietet knapp 15-20% mehr Leistung für weniger Geld. Der Knackpunkt liegt im Alter der GTX 970 und dem zusammengefügten VRAM von 3,5 und 0,5 GB. Bei Überschreitung der 3,5 GB Videospeichergrenze, die bei modernen Titeln sehr schnell auch in Full HD erreicht ist,
ist durch die außergewöhnliche Speicheranbindung mit mehr Rucklern zu rechnen als unter 3,5 GB. Die aus Performance-Sicht zwischen der GTX 970 und der GTX 1650 anzusiedelnde ältere AMD-GPU Radeon RX 570 kann als Alternative herangezogen werden. In welchem Bereich sich AMDs neue Einsteigerkarte RX 6500 XT, ebenfalls mit 4 GB VRAM, auf Dauer preislich stabilisiert, bleibt abzuwarten. Momentan scheint die sich irgendwo bei 280 Euro einzupendeln. So oder so wird der zu bezahlende Preis für Grafikkarten im niedrigen Segment kaum der Leistung gerecht. Moderne Spiele im Full-HD-Bereich sind aber dennoch mit gewissen Einschränkungen auf 60 FPS oder mehr spielbar. Abgesehen von absoluten Grafik-Blockbustern wie Cyberpunk, bei denen ein FPS-Target bis zu maximal 30 FPS bei niedrigen Einstellungen realistischer ist. Ganz im Gegensatz zu Intels integrierten Grafikeinheiten überzeugen die Ryzen 5000er APUs in Sachen Preis-Leistung. Die in dem Prozessor enthaltene Vega-Einheit bietet Einsteigern nämlich eine für diese Zeit attraktive Zwischenlösung, mit der sich bis zum Einbau einer mächtigeren Grafikkarte Casual-Spiele auf niedrigsten Einstellungen in Full-HD mit 30 bis 60 FPS laufen sollten. Der Ryzen 5600G ist zwar gegenüber seinem 5600X-Bruder etwas schwächlicher, bietet mit 6 Kernen allerdings ebenfalls eine solide Prozessorbasis für einen günstigeren Preis. Je nach Dringlichkeit und Anwendungsszenario wäre die Strategie mit einer APU-Konfiguration mit dem Gedanken, beim Preisfall von Grafikkarten später aufzurüsten, wirtschaftlich durchaus sinnvoller. Titel wie GTA 5, Forza Horizon 5 oder League of Legends sind flüssig zum Laufen zu bekommen. Nur leider nicht immer hübsch. Wer etwas mehr Geld in die Hand nimmt, bekommt auch deutlich mehr Performance und Spielraum. AMDs beliebter Effizienzprozessor mit 6 Kernen und keiner integrierten Grafikeinheit, der Ryzen 5600X, wird angesichts der frischen Alder Lake-Konkurrenz preislich unattraktiv. Denn für rund 100 Euro weniger ist der Intel i5-12400F ein wahrer Schnapper. Der 12400F verzichtet wie alle Intel-CPUs mit dem F im Namen auf eine Grafikeinheit, bietet aber wie der AMD 5600X 6 Kerne und verzichtet auf die zusätzlichen E-Cores der stärkeren Alder Lake-Brüder. Durch B660, H670 und H610 Mainboards lassen sich auch die teureren Z690-Varianten meiden, auch wenn der Feature-Umfang natürlich geringer ausfällt. Sowohl Intels 12400F als auch AMDs 5600X sind für das Mittelfeld valide Kandidaten. Das objektive Rennen gewinnt Intel, sofern die Preise seitens AMD nicht auf ein ähnliches oder niedrigeres Preisniveau sinken. Nüchtern betrachtet kann mit der RTX 2060 kein Raytracing empfohlen werden, außer bei Grenzfehlern wie der Minecraft Bedrock Edition mit RTX und DLSS-Support. Im Bereich von 500 Euro Grafikkarten spricht für die RTX 2060 in erster Linie Nvidias DLSS-Upscaling-Methode, die weder von AMD noch Nvidias älteren Pascal-Chips wie der GTX 1080 unterstützt werden. AMDs FSR-Upscaling und Nvidias Image-Scaling dagegen schon. Die Radeon 6600 bietet wie die GTX 1080 8 GB Grafikspeicher. Wer eine funktionstüchtige GTX 1080 für rund 400 bis 450 Euro ergattern kann, macht hier wohl noch den besten Deal. Vorausgesetzt, die Karte erleidet nicht kurz danach einen Totalschaden. Die Performance dürfte insbesondere mit AMDs FSR oder Nvidias Image Scaling samt optimierten Einstellungen für den hohen Full-HD und mittleren WQHD-Bereich reichen. Es gibt praktisch keine beliebten Spiele, die mit der Konfiguration nicht mindestens annehmbar mit 60 oder 50 FPS laufen sollten. Die Power dafür wäre da. Je nach Last sind aber kleinere Frame-Einbrüche oder der Verzicht auf Ultra-Settings hinzunehmen. Grafikkarten sind zwar trotzdem kein attraktiver Tausch für den aktuellen Geldbetrag, bieten aber ein ordentliches Spiele- und Anwendungsgerüst. Aufgrund der schwankenden Preise sind Empfehlungen wie die GTX 1660 mit 6 GB kaum auszusprechen, denn zwischen den Grenzen von 500 und 600 Euro stellen Alternativen wie die 2060 oder die 1080 oft einfach den rationaleren Deal dar. Leistung und Preis gehen momentan nicht Hand in Hand. Auffällig ist das bei uninteressanten älteren AMD-Grafikkarten wie der Vega 56 für 600 bis 660 Euro, die ungefähr ein Drittel weniger Leistung als die GTX 1080 und ein Viertel weniger als die 2060 mitbringt. Der Grund dafür liegt wohl an der Attraktivität der Vega-Karten für Crypto-Miner. Also, für ungefähr 1000 bis 1100 Euro ist ein valides, ansehnliches Setup möglich, das noch für einige Zeit von der Performance her in allen möglichen Spielen standhalten sollte. Von E-Sports-Titeln wie CSGO bis hin zu Blockbustern wie Red Dead Redemption 2. Das obere Mittelfeld bewegt sich leider echt in der Preisklasse ehemaliger High-End-Konfigurationen. Abermals tragen nicht die Prozessoren oder der Speicher Schuld, sondern die Grafikkarten. Ist aber auch klar, je höher die Leistung, umso teurer der Spaß. Ultra-Settings und maximale Auflösungen sind aber auch hier noch nicht in anspruchsvollsten Titeln ohne zu große Performance-Einbuße ratsam. Die Pascal-Krone GTX 1080 Ti weist nicht nur 11 GB Videospeicher auf, sondern hat auch ordentlich Kraft unter der Backplate für WQHD und 4K-Auflösungen. Wie auch schon in der unteren Mittelklasse kann die Pascal-Spitze statt auf Nvidias DLSS
auf AMDs FSR Upscaling oder Nvidias Image Scaling in den Treibern setzen. Nur Raytracing ist keine Option, dafür fehlen schlicht die RTX Tensor-Kerne. Mit knapp 20-40% mehr Leistung im Vergleich zur RTX 3060 ohne DLSS und Raytracing ist eine gebrauchte 1080 Ti ein solider Deal. Selbst für noch 600 Euro. Power- und VRAM-Ausstattung sei Dank. Der Aufpreis der neueren GPUs ist daher vergleichsweise unattraktiv. Jedoch sind wie immer die Knackpunkte der Garantie sowie eventuelle Ansprüche bei technischem Versagen im Hinterkopf zu behalten. Die aus Leistungssicht sehr nahe RTX 3060 Ti beginnt ab einem Aufpreis von ca. 200 bis 250 Euro, hat nur 8 GB VRAM, unterstützt dafür aber DLSS und Raytracing. AMD 6700 XT kostet zwar rund 40 Euro mehr, wartet aber auch mit 4 GB mehr Videospeicher auf und bewegt sich, abgesehen von Raytracing und DLSS, auf demselben Leistungsniveau. Ältere AMD-GPUs wie die Vega 64 wären selbst für 550 Euro kein attraktiver Kauf. Die momentan veranschlagten 650 Euro für eine gebrauchte Vega 64 sind in keinem Fall für normale Anwender zu akzeptieren. Zu teuer und zu schwach im Vergleich zur 1080 Ti mit rund 20% weniger Leistung in Spielen. Der i5 12600 bietet keine Effizienzkerne, wie es der 50 Euro teurere i5 12600K macht, sondern beschränkt sich auf 6 übliche Performance-Kerne. Für normale Spieler, die auf absehbare Zeit auf Windows 10 setzen möchten und oder kein Interesse an Streaming-Aktivitäten haben, kann sich das Sparen mit dem 6-Kerner durchaus rentieren. Für 300 Euro zeigt Alder Lake mit dem 12600K dagegen die ersten 4 schwächeren E-Cores, die sich zusätzlich mit dem Intel ThreadDirector und bestenfalls Windows 11 um Hintergrundprogramme kümmern sollen, sodass es doch noch insgesamt 10 Kerne mit 6 Pi und 4 E-Cores werden. Der Ryzen 5800X zeigt mit 8 Kernen auch Zähne, kostet aber nochmal deutlich mehr als der 5600X, der für die meisten Spieler ausreichen sollte. Der Aufpreis lohnt sich auch vor allem bei häufigerer Bilder- und Videobearbeitung, sowie bei Streamern, bei denen das gesendete Videomaterial im Hintergrund kodiert und hochgeladen wird. Eine Zusammenstellung mit dem i5-12600K und einer GTX 1080 Ti wäre dafür aber auch ideal. Nein, selbst bei 2000 Euro wird leistungstechnisch nicht geklotzt, aber zumindest sehr hoch angesetzt. 4K Gaming ist abseits Nvidias geringen Videospeichers ohne größere Kopfschmerzen möglich. Bei der 6700 XT mit 12 GB VRAM sieht die Sache zwar etwas schwächer aus, dafür ist allerdings noch genügend Speicher für Ultra-HD-Texturen und durch optimierte Einstellungen und Upscaling sind auch Besitzer von 4K-Monitoren bedient. Die RTX 3070 muss mit gerade mal 8 GB klarkommen. Spiele wie Far Cry 6 oder Monster Hunter World benötigen bei 4K-Auflösung und hohen Settings mit Ultratexturen mehr als 10 GB Videospeicher. Mit kleineren Anpassungen liegen aber die meisten Spiele mit mittleren bis hohen Settings flüssig im 60 FPS-Bereich und darüber. Der Preis von ungefähr 1000 Euro ist auch nicht sonderlich leicht zu schlucken. Kleine Randnotiz, die UVP der 3070 lag noch bei 520 Euro. Die einzige Möglichkeit, zur UVP an eine RTX 3070 zu gelangen, wären die sporadischen Angebote von offiziellen Nvidia-Partnern wie notebooksbilliger.de. Aber da solltet ihr euch echt keine großen Hoffnungen machen. Um überhaupt eine Chance zu haben, sind Push-Benachrichtigungsdienste wie Port Alert über Wege wie Discord, Twitter oder Telegram und ein sofortiges Reagieren bei Drop-Nachrichten notwendig. Kleinste Verzögerungen reichen aus, um den Kauf zu verpassen. Auch wenn die Drops allmählich immer größer werden. Geduld kann sich hier allerdings saftig auszahlen. Sowohl der 12700K als auch der 5900X werden eigentlich jeweils von den größeren Ablegern derselben CPU-Generation in den Schatten gestellt. Eigentlich. Der Schein trügt, denn der 12900K wie auch der 5950X sind nüchtern und wirtschaftlich betrachtet die weniger attraktive Wahl. In Spielen und aufwendiger Videobearbeitung schneiden beide CPU-Vorschläge aus dem Performance-Segment ebenfalls hervorragend ab und kosten 200 bis 300 Euro weniger. Gerade für Spieler ergibt ein Upgrade an der Stelle keinen Sinn. Mit Overclocking-Möglichkeiten und 32 GB Arbeitsspeicher stellen beide Setups echte Boliden für die allermeisten PC-Nutzer dar. Während beim AMD 5900X noch die Wahl ohne größere Überlegungen auf DDR4 3600 und Windows 10 fällt, wird es beim Intel 12700K etwas breit gefächerter. Wer zum Sieger der Intel-Herzen greift, sollte momentan sinnvollerweise direkt auf Windows 11 setzen und DDR5 Mainboards und Speicher meiden. Der bessere Support des Intel ThreadDirectors unter Windows 11 sorgt trotz aller Schwächen für einen leichten Pull-Faktor. Und die Early-Adopter-Preise von DDR5 Speicherkits stehen in keinem Verhältnis zum potenziellen Mehrgewinn. So, haltet eure Nieren bereit, es geht ins High-End-Segment. Von allen High-End-Karten ist AMDs 6900 XT mit 16 GB Videospeicher für rund 1500 Euro wohl die attraktivste Wahl. Die praktisch genauso teure RTX 3080 mit 10 GB VRAM muss bereits bei Titeln wie Far Cry 6 mit Ultra-HD-Texturen den Speicherhut abgeben, auch wenn die Leistung reichlich vorhanden wäre.
Die 1700 bis 2000 Euro teure RTX 3080 Ti mit 2 GB mehr schmiegt sich beim Thema der Performance sehr eng an die aktuelle GPU-Krone. Die 3090 mit 24 GB VRAM und einem stolzen Preis von 2400 bis 3500 Euro. Ja, die High-End-Karte von Nvidia kostet nicht nur lächerlich viel mehr als ihr nächstes AMD-Äquivalent, sondern kostet auch mehr als alle vorherigen Konfigurationsvorschläge. Käufer der RTX 3090 wissen entweder, was sie tun, oder sind finanziell mehr als nur gut betucht. Wenn Geld kaum eine Rolle spielt und Enthusiasten nach Top-Hardware fragen, gibt es noch die Prozessorenspitze mit dem Intel i9 12900K und dem AMD Ryzen 9 5950X. Beides CPUs für sowohl Spiele als auch professionelle Anwendungsbereiche. Wer des Weiteren besonders freizügig einkaufen möchte, der kann auf mehr oder schnelleren DDR5-Arbeitsspeicher als in der Alder Lake-Konfiguration setzen. Durch sehr gut ausgestattete Mainboards, wie beispielsweise die MSI Unify-Modelle, lassen sich nicht nur Arbeitsspeicher, sondern auch noch die CPU-Spitzen overclocken. Wer es hier übertreibt, könnte je nach GPU-Auswahl und Overclocking sogar ein größeres Netzteil jenseits der 1000-Watt-Klasse brauchen. Dadurch wird aber auch einst entspanntes Spielen vergleichbar mit dem Fahren eines Supersportwagens. Schnell, teuer in der Anschaffung, enormer Ressourcenverbrauch und definitiv nichts für jeden. Aber schon geil. Nur teuer. Käufer, die ohnehin klotzen statt zu kleckern, können direkt zu einem modularen Kreislauf greifen, bei dem neben der CPU auch die GPU über Radiatoren auf angenehme Temperaturen trotz Übertaktung gekühlt werden. Worauf immer auch die Wahl fällt, die Preise haben es in sich. Ob tatsächlich irgendwann die Blase rund um Grafikkarten platzt, kann am Ende des Tages niemand klar voraussagen. Eins ist gesichert: GPUs wie die Radeon 6900 XT werden auch in den nächsten Jahren keine Performance-Probleme aufgrund von schwachen Bauteilen aufweisen. Man darf nicht vergessen, dass Spieleentwickler und Techniker wenig Interesse an reinen Grafikbomben haben, die letztlich nur von einer Minderheit angenehm gespielt werden können. Durch die immer noch hohe Verbreitung von Klassikern wie der GTX 1060 bleiben technische Uplifts wie Upscaling-Varianten und performantere Grundgerüste wichtiger denn je zuvor. Wer sich zum Schluss vielleicht fragt, welche Entscheidung ich persönlich treffen würde, wenn ich jetzt einen Rechner von neu aufkaufen müsste, dann würde ich persönlich auf einen 12700K, 32 GB DDR4, 850 Watt und eine funktionierende GTX 1080 Ti setzen. Warum? Starke und preislich faire CPU-Power samt Arbeitsspeicher, 11 GB VRAM, Raytracing nutze ich persönlich nicht und mit 850 Watt habe ich genug Strom im Petto für spätere GPU-Upgrades. Wenn ich nicht kaufen müsste, dann würde ich eiskalt warten, bis die Mondpreise wieder back on Earth sind. Aber was meint ihr? Seht ihr dieses Jahr noch die Preise fallen oder meint ihr, teuer ist das neue Normal? Wenn ihr sonst Feedback hinterlassen wollt, dann seid ihr gerne dazu eingeladen. Und falls euch das Video gefallen hat, dann würden wir uns über die übliche Unterstützung durch Like und Abo freuen. Bis dahin und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.